diese Woche in Week mit der E3 und vielen, vielen Spielen. Battlefield 4, The Division, Mirror's Edge 2, Final Fantasy 15, Titanfall, Call of Duty Ghosts, Kingdom Hearts 3, Super Mario 3D World, Mario Kart 8, Super Smash Bros., Killer Instinct, Star Wars Battlefront, Rise of the Rome. Und natürlich das beste Spiel der Welt, Dark Souls 2. Dank der E3 platzt unsere kleine Show regelrecht aus allen Nähten. Um einem Großteil der Themen trotzdem gerecht zu werden, mussten wir den typischen Mumpitz ein wenig beschneiden. Aber genug der Vorreden, wir haben keine Zeit zu verlieren. Der große Kampf der Konsolen. Zu unserer Linken Sony PlayStation 4 und zu unserer Rechten Microsoft Xbox One. Was? Wii U? Die steht da hinten in der Ecke und schämt sich. Runde 1. Hardware. Beide Kämpfer gehen mit nahezu identischen Eigenschaften in den Ring. 8 Kernprozessor, 500 GB Festplatte und 8 GB Arbeitsspeicher. Ausgeglichen. Runde 2. Spiele. Immer noch eine recht ausgeglichene Runde. Beide Ringecken haben neue Tricks auf Lager. Quantum Break, Infamous, Second Son, Halo, Killzone, Shadowfall. Allerdings hat Sony das Indie-Game-Lager auf seiner Seite und landet dadurch einen kritischen Treffer. 2-1 für Sony. Runde 3. Controller. Microsoft bleibt im Rennen. Der Controller der Xbox One liegt etwas griffiger und angenehmer in der Hand, auch wenn Sony klar aufgeholt hat. 2-2, Ausgleich. Runde 4. Design. Die Xbox One ist etwas aus dem Leim gegangen und wirkt klobig. Die PlayStation 4 ist allerdings auch nur geringfügig schnittiger, wenn auch zumindest wesentlich kleiner. Geschmackssache. Wir belassen es bei dem Stand 2-2. Runde 5. Online-Gaming. Hier hat Sony klar aufgeholt. Künftig wird Online-Spielen auch auf der PlayStation 4 etwas kosten. Da wir alle das PS Plus Angebot und seinen kostenlosen Spielen feiern, ist uns das allerdings völlig wurscht und zahlen einfach weiter. Microsoft zieht mit seinen 2 kostenlosen Spielen für Xbox Live Gold nach. Gleichstand auch in dieser Runde. 3-3. Runde 6. Gebrauchtspiele. Heikles Thema. Microsoft ist auf die Gerüchte um rigorose Gebrauchtspielverbote nicht eingegangen. Sony nutzt die Lücke in der Deckung zu einigen klaren Treffern. Won't impose any new restrictions on the use of PS4 games. 4-3 für Sony, Microsoft strauchelt. Runde 7. Online-Zwang. Auch in diesem Punkt versucht Microsoft nicht, die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Alle 24 Stunden muss sich die Xbox One einmal mit dem Internet verbinden, damit weiterhin mit ihr gespielt werden kann. Sony drischt mit einer klaren Absage zu Always On weiterhin fleißig auf seinen Konkurrenten ein. Won't stop working if you haven't authenticated within 24 hours. 5-3. Runde 8. Der Preis. Und das K.O. Die Xbox One geht mit 499 € zu Boden und wird ausgezählt. Die PlayStation 4 siegt mit schmalen 399 €. Auch die Runde geht klar an Sony. Runde 9. Die Demütigung. Nach dem K.O.-Schlag streut Sony mit folgendem Video noch Salz in Microsofts Wunden. This is how you share your games on PS4. Thanks. Klarer Sieger der E3, Sony und ihre PlayStation 4. Lange, lange spekuliert und jetzt ganz und gar offiziell Mirror's Edge 2. Beziehungsweise das Ding heißt jetzt ganz einfach Mirror's Edge. Sieht wieder aus wie ein spielbarer iPod-Werbespot mit Parkourgehüpfe und kräftigen Schlägen ins Gesicht. Solltet euch unbedingt den ersten Teaser anschauen. Vergangenes Jahr hat Ubisoft bereits mit der völlig unerwarteten Ankündigung von Watch Dogs begeistern können. Und auch dieses Jahr gab es ein ähnlich freudiges Ereignis: Tom Clancy's The Division. Postapokalypsen-Online-RPG-Shooter-Dingens, aber was auch immer, sieht, wie ihr hier selber sehen könnt, schweinegut aus. Ich habe Final Fantasy geliebt. Bis einschließlich Teil 10. Doch danach nur Schrott. Aber das könnte sich jetzt ändern. Square Enix macht aus Final Fantasy vs. 13 kurzerhand Final Fantasy 15, tauscht die mittlerweile spröde gewordenen Rundenkämpfe gegen Echtzeitscharmützel aus und entfacht optisch ein echtes Feuerwerk. Wenn jetzt die Geschichte noch was taugt, könnt's was werden. Überzeugt euch selbst. Die aus ehemaligen Call of Duty-Entwicklern zusammengesetzten Respawn Entertainment stellten ihr erstes Projekt offiziell vor. Titanfall ist ein Ego-Shooter mit starkem Sci-Fi-Einschlag und Mech-Action. Ich verstehe noch nicht so ganz, was an dem Ding so besonders sein soll, das enorm schnelle und flüssige Movement gefällt mir aber schon recht gut. Disney und Square Enix in einem Spiel. Für mich schon immer ein Albtraum, für die Mehrheit von euch da draußen aber wohl eher ein feuchter Tagtraum. Da wird's euch freuen zu hören, dass Kingdom Hearts 3 offiziell angekündigt wurde und der Trailer ist nur einen Klick entfernt. Ich persönlich habe ja eher mit einer Ankündigung eines vollwertigen Mario-Spiels für die Wii U gerechnet.
Super Mario 3D World wirkt aber eher wie eine Fortsetzung des 3DS-Ablegers, sieht aber trotzdem ganz nett aus, auch wenn mir wirkliche Neuerungen noch nicht ersichtlich sind. Ach doch, halt! Mario kann sich jetzt in eine Katze verwandeln! Glückwunsch! Trailer hier. Da ist die Ankündigung von Mario Kart 8 schon eher nach meinem Geschmack. Sicherlich auch hier wieder viel Altbekanntes. Frisch wirkt allerdings der Ansatz der schwerelosen Rennkurse, bei denen die Strecke schon mal auf den Kopf gestellt werden kann. Habe ich wirklich Bock drauf. Noch eine Nintendo-Marke in neuer Inkarnation und noch mehr Altbekanntes. Super Smash Bros. Wurde für Wii U als auch 3DS angekündigt. Doch so langsam sollten die Japaner mal wieder mit einer neuen Idee um die Ecke kommen. Das Wiedercoin der ewig gleichen Titel langweilt. Oh, aber was ist das? Wir werden die Wii Fit Trainerin in Super Smash Bros. Spielen können? Das ändert alles nicht. Eine legendäre Marke aus dem Rare-Fundus wird exklusiv für die Xbox One wiederbelebt. Killer Instinct, der Prügler, der die Ultra-Kombo erfand, ist zurück. Zwei Wermutstropfen allerdings zur gleichen Zeit. Das Ding wird nicht von Rare, sondern Double Helix entwickelt und wird ein Free-to-Play, bei dem ihr zu Beginn nur einen Kämpfer besitzt und euch den Rest zusammenkaufen dürft. Stinkt. Der Trailer ist trotzdem cool. Viele Star Wars-Fans haben sich das schon zu Recht fantasiert. Die Battlefield-Mannen von DICE entwickeln den Multiplayer-Shooter Star Wars Battlefront. Ein kleiner Teaser soll euch bereits den Mund wässrig machen, mehr dazu folgt demnächst. Rise, Son of Rome ist ein Xbox One-Exklusivtitel von Crytek. Wie es sich für ein Spiel der Crysis-Schmiede ziemt, knallt und kracht es in dem Trailer gewaltig. Das Ganze natürlich in Prachtgrafik. Doch mehr als stumpfes Knöpfchengedrücke auf Zuruf scheint mir das Ding nicht zu sein. Da warte ich lieber auf ein neues, echtes God of War. Klar, eine neue Microsoft-Konsole braucht auch wieder ihr Strahlemännchen als Frontmann. Den Master Chief. In einem ersten Render-Trailer wurde Halo mit viel Tram-Tram angekündigt. Vom Spiel zu sehen gab's nix, Fans kämpfen trotzdem mit der Ohnmacht. Die erste Saison von Telltales Walking Dead erhält einen zusätzlichen DLC. In 400 Days erleben wir die ersten 400 Tage des Ausbruchs aus den Augen von 5 verschiedenen Charakteren. Gemessen an der Qualität der ersten Saison ist das Ding schon jetzt sowas von gekauft. PopCaps Casual Blockbuster Plants vs. Zombies gibt es zukünftig auch in der Form eines Multiplayer-Shooters. Der Battlefield und Call of Duty Rip-Off Plants vs. Zombies Garden Warfare erscheint zeitexklusiv für die Xbox One und sieht nach einer echten Gaudi aus. Trailer und Gameplay von der Messe findet ihr gleich neben mir. Ein gänzlich neuer PlayStation 4 Exklusivtitel ist The Order 1886. Entwickelt wird das Spiel von Ready at Dawn, die sich bisher mit den God of War Ablegern für die PSP einen Namen machen konnten. Der Render-Trailer verrät nicht mehr, als dass es sich wahrscheinlich um einen Shooter in Steampunk-Setting handelt. Mehr gibt's hoffentlich schon bald zu sehen. Damit haben wir noch immer nur einen Bruchteil aller Neuankündigungen und neuer Trailer der E3 abgedeckt. Ein paar weitere Trailer können wir euch deshalb nur im Schnellüberblick bieten. Oben links im Bild oder in unseren Shownotes auf YouTube und ingame.de findet ihr die Links zu den kompletten Videos. The Crew, ein MMO-Rennspiel von Ubisoft. Donkey Kong Country, Tropical Freeze, neues Futter für die Wii U. Sunset Overdrive, Insomniacs Xbox One Exklusivspiel. D4, neues Spiel des Deadly Premonition-Schöpfers, ebenfalls Xbox One Exklusiv. Mad Max von den Just Cause-Machern. Dragon Age 3 Inquisition kommt im Herbst 2014. Dead Rising 3, Capcoms Zombie-Schlachtfest, kommt zeitexklusiv für Xbox One. Project Spark, Baukasten mit Kinect-Unterstützung. The Witcher 3, Wild Hunt. Scheiße, sieht das gut aus. Battlefield 4. Scheiße, sieht das gut aus. Call of Duty Ghosts. Scheiße, die meinen das ernst mit dem Hund. Quantum Break. Ein echtes Highlight der Alan Wake-Schöpfer. Infamous Second Son. Neuer Trailer mit ordentlich Wumms. Destiny. Bungie versucht sich an der Borderlands-Formel. Need for Speed Rivals. Rennspiel in Battlefield-Optik. Watch Dogs. Sieht von Mal zu Mal besser aus. Bayonetta 2. Hexe mit Kurzhaarfrisur. Schockschwere Not. Dark Souls 2. Ihr habt nicht wirklich erwartet, dass ich das beste Spiel der Welt nicht erwähne, oder? Das war unsere überlange Folge zu allen Geschehnissen der E3 2013. Etwas anders als sonst, wir hoffen, es hat trotzdem gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Und klickt euch durch unsere anderen Videos, wie zum Beispiel die letzte Folge in Week oder unseren Release-Kalender mit allen Spielen des kommenden Monats. Warum? Weil ihr die besten Menschen der Welt seid. Das sieht total komisch aus, wenn ich so ein kleiner T-Rex.